So, ich habe alles eingestellt, hoffe ich mal. Ja, Controller ist noch nicht am Glühen, nicht am Leuchten. Das heißt, wir haben da gute Chancen, dass der durchmacht. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den ganzen Spaß hier. Ja, ich muss sagen, wir hatten letztes Mal, hatten wir sehr viel Glück. Ich habe nochmal nachgeschaut und der Kampf gegen Jens, das war echt heftig. Und deswegen müssen wir heute wenigstens ein bisschen trainieren. Das darf nicht nochmal passieren. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf unser Glück verlassen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier mit allen Leuten geredet habe. In der Stadt. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Das müssen wir nochmal durchgucken. Aber ich glaube doch, mit denen habe ich hier geredet. Ja, genau. Und dann geht's Richtung Hafenstadt. Olivia. City. Würde ich mal sagen. Und was halt ganz wichtig ist, wir brauchen unbedingt ein Flug-Pokémon. Wir haben noch ein paar Stellen, wo wir Pokémon fangen können. Aber wie gesagt, das ist wirklich essentiell, damit wir natürlich dann die VM einsetzen können. Also zur Not hätten wir noch Togepi, das müssten wir dann entwickeln zu Togetic. Was vielleicht jetzt nicht die beste Idee ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Achso, wartet mal. Wen machen wir mal vor? Zapfen. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was unser Team jetzt noch braucht. Okay, ein Flug-Pokémon. Wogegen sind wir denn jetzt noch anfällig? Elektro-Pokémon? Sind wir dagegen anfällig? Nee. Oh, eines meiner Lieblings-Pokémon. Warum ist denn das erst Level 12? So, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, Kampf ist schlecht gegen... Boden ist schlecht gegen Käfer, weil Käfer die den Boden umgraben. Als Logik, als Eselsbrücke. Aber das heißt nicht, dass Käfer gut ist gegen Boden. Aber ich mache eine Stub-Attacke. Das Problem ist, Knogge hat übelst viel Verteidigung. Ja gut, war trotzdem okay. Das ist okay, wir haben auch gute Verteidigung. Ja, aber ich habe eh nur physische Attacken. Von daher, ich kann eh nur auf die Verteidigung gehen. Ja. Oh, Flinkklaue. Ja, also was braucht... Also... Gegen Elektro-Pokémon können wir kämpfen. Gegen Pflanzen-Pokémon können wir kämpfen. Gegen Feuer-Pokémon können wir kämpfen. Sieht's denn gegen Wasser aus? Doch, da haben wir dieses Pflanzenviech. Gegen Eis können wir kämpfen. Gegen... Ach, der gibt uns auch irgendwas, ne? Was gibt denn der uns nochmal? Gibt er uns nicht auch eine Fallen? Surfer? Ja, Surfer. Alles klar. Wahrscheinlich Lamus, ne? Weil Lamus mehr Spezialangriff hat als... Ja, macht mehr Sinn. Na gut, dein Angriff ist auch nicht schlecht. Aber der Fisch hat, glaube ich, mehr Angriff, ne? Ja. Ja, dann macht Lamus... Macht schon Sinn. Für Aquaknarre. Achso, ich kann gleich nochmal gucken, wie viel was
Fukano hat mehr Angriff oder mehr Spezialangriff? 41 Angriff. Okay, und 32 Spezialangriff. Ja. Es machen schon physische Attacken denn bei dem mehr Sinn, ne? Also Flammrad ist dann schon die bessere Wahl als Glut. Gut zu wissen. So, jetzt Surfer. Genau, Aquaknarre dafür weg. Dann brauchen wir noch Kraxler. Kraxler. Fliegen. Ja, und mehr weiß ich gerade nicht. Fliegen? Ich weiß es gar nicht, wie viel VMs gibt es denn hier? Warum war ich eigentlich in den ganzen Gebäuden nicht? Ich glaube, ich war zu aufgeregt. Ach, hier kommt man später hin, ne? Ja, ja. Okay. Achso, ich darf schon durch. Warum? Aber ich kann ja nicht weiter, ne? Weil ich brauche dann irgendein Item, ne? Kann ich doch noch nicht rein. Das ist High-End-Gebiet hier. Oh, erschreck mich nicht so. Ja, tiefe Freundschaft. Die Freundschaft kann die Welt retten, genau. Dann wird sich Ho-Oh zeigen. Geh bitte, ich hasse dich. Ja. Ist hier noch ein Item irgendwo? Nee. Alles klar. Dann haben wir das auch erstmal abgehakt. Lass mich durch. Danke. Die Wände mag ich aber auch. Genau. Oh, ich war echt das letzte Mal ein bisschen verplant, ne? Ich hab die alle nicht angequatscht. Und wenn wir Fliegen haben, also gesetzt den Fall, wir haben Pokémon, was fliegen kann, dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in die ganzen Städte, weil ich hab bis jetzt auch noch kein Pokémon in der Stadt gefangen. Und da können wir ja dann auch noch ein paar Pokémon abgrasen. So, ich wollte abspeichern, was überhaupt nichts bringt. Aber meine Pokémon sind geheilt, ne? Nee. Weil ich gegen irgendwas gekämpft habe. Okay. So, Route 38. Dann gleich rein ins Getümmel, ne? Hat keine Flügel, also ist es, das ist ein Elektro-Pokémon. Ja, das ist schon ziemlich solide, sieht schon, also kann man schon machen, ne? Gibt schlimmere Pokémon. Schon ganz cool. Die Frage ist, Turbodreher überlebt so? Ja, nee, es ist schon cool, es könnte schon auch ins Team passen, prinzipiell. Aber das bringt uns VM-technisch halt nicht weiter, ne?
Komm, Pokéball muss doch reichen. Es muss doch reichen für einen Pokéball. Ja, sag ich doch. Die habe ich mir doch nicht umsonst gekauft. So, die Frage ist jetzt auch schon wieder, wie nennen wir dich? Blitzer. Das gefällt mir ja. Oder ist das so geil? Wie wird ein Blitzer geschrieben? Mit TZ? Oder nur mit Z? Das muss ich mal kurz googeln. Ja, sag ich doch, dass das komisch aussieht. Mit TZ natürlich. Bist du dumm? Okay. So, dann haben wir schon mal einen Blitzer. Lind nervt schon wieder. Unendlich. Okay, wie hieß die Hode? 38, ne? Na ja, klar. So. Dann sind hier auch Haufen Pokémon-Trainer, gegen die wir kämpfen können. Hier geht's, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Ja, wie gesagt, ja, wir müssen auch noch einen guten Platz zum Trainieren finden, ne? Also ich würde schon mindestens so, also was heißt mindestens, aber wenigstens bis Level 25 würde ich schon so 2, 3 Pokémon haben wollen. Weil das darf nicht noch... Oh, oh, oh. Okay, kurz mal ganz lange nachdenken. Okay, Gengar ist Gift. Geist. Ich habe komplett vergessen, wie das mit Käfer aussieht. Also Käfer ist gut gegen... Nee, Käfer kann nicht noch gut gegen Geist. Käfer ist schon gut gegen Psycho und Unlicht. Das ist auch nicht... Das ist nicht gut gegen Geist. Aber ich kann auch nicht... Das könnte ein Problem sein hier, was hier gerade stattfindet. Also du bist vom Typ Unlicht. Wenn du eine Geistattacke machst, dann zieht es auf alle Fälle nicht... Also es ist nicht... Oh, Nachtnebel. Oh, oh, oh. Aber na gut. Hm. Danke, dass du dir die Hälfte der KP nimmst. Aber ich krieg jetzt auch... Ja, ich glaube, ist okay. Ja, das macht man natürlich nicht, ne? Zweimal Fluch.
Aber hätte es Horrorblick gemacht, da hätte ich das Pokémon nicht auswechseln können davor, dann das wäre blöd gewesen. Sage ich sie sich, das wäre blöd gewesen. Was gibt's denn hier noch für Pokémon? Kann man hier gut Erfahrungs... Also das gibt kaum Erfahrungspunkte, das ist Quatsch. Ja. Okay, hier ist schon mal nicht so gut mit trainieren. Ich glaube, ich heile noch mal kurz. Das könnte ein paar Erfahrungspunkte geben. So, wir setzen jetzt Benjamin ein, weil Benjamin ein Boden-Pokémon ist und Boden sehr gut gegen Gift ist. Oder wir schlafen einfach eine Runde. Das ist immer so ärgerlich, ach, 1 KP. Ja, wie gesagt, also eigentlich läuft es ganz gut. Wir hatten halt, wie gesagt, viel Glück. Und ich bräuchte halt noch ein Flug-Pokémon. Oder zumindest ein Pokémon, was fliegen kann. Gibt es ein Pokémon, was nicht vom Typ Flug ist, was Flug kann? Na, Mew, ne? Mew kann auch alle Attacken. Geduld. Oh, brauche ich Geduld? Ich glaube, Geduld brauche ich nicht. Das ist mir auch zu gefährlich für Nuzlocke. Nee, nee. Also klar, starke Attacke, keine Frage. An alle Geduldfans da draußen. Klar, keine Frage, gute Attacke. Aber... ich glaube eher casual. Ich weiß, aber jetzt wird es echt schwierig mehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Arena-Leiter... Also ich weiß, Sandra hatte... hatte die zwei Pokémon? Ich wollte gerade sagen, ich weiß, anscheinend weiß ich es halt nicht. Der hat auf alle Fälle einen Stalos und sowas wie einen Magneton oder so. Hatte die denn noch einen Magnetilo? Ja, gute Frage, was hatte die? Wie viele Pokémon hatte die? Die hatte zwei oder drei Pokémon auf alle Fälle. Die hatte weniger. Aber vom Level her weiß ich es gar nicht mehr. Und das Gengar von Jens war jetzt schon Level 25. Wie hoch ist ihr höchstes? 28? Ich glaube, die hatte noch keinen. Ah nee, warte mal. Man kämpft doch erst gegen. Kämpft doch erst gegen. Valraisia, was ist denn da? Ach, das ist dieses Wasser-Eis-Pokémon, dieses seit der dritten, also nee, doch, es gibt der dritten oder vierten Generation dieses Walross-Viech, was quasi, ja, Wasser-Eis. Was machen wir da? Ich bin überfordert. Und bin ich so befordert? Ja. Ich frage mich. Na klar, eine Kampfattacke wäre cool, aber. Ja, und ich hoffe auch, dass heute nicht ganz so viele legendäre Pokémon auf mich lauern.
Das wäre doch schön. Ja, auch deine Telefonnummer nehme ich, also lehne ich höflich ab. Am Ende will die noch mit mir spazieren gehen oder so. Ich muss meine sozialen Kontakte ein bisschen eingrenzen. Okay, nur ein Pokémon ist schlecht. Okay, das ist okay. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber da du auch ein Flug-Pokémon bist, wechseln wir dich mal aus. Und machen schön vierfach Schwäche mit Walzer. Oh oh, Doppelteam. Ich weiß nicht mehr. Oh oh, jetzt treffe ich gleich gar nicht mehr. Ultraschall ist natürlich schlecht, aber aushaltbar. Slam! Brauche ich Slam? Ich glaube, Slam brauche ich nicht, oder? Was sagt ihr? Nee. Dafür habe ich Stärke, ne? Slam ist 80 und hat nur eine Genauigkeit von 55 und das hat eine Genauigkeit von 100. Weg damit. Slam nicht erlernen. Also so ein Poetry Slam, ne? Wenn du noch ein paar Wörter da reinballerst, würde ich sagen, ja. Erlern's bitte gerne, von mir aus, klar. Wenn da irgendwie intellektuelles Gespräch entsteht. Aber ein einfaches Slam. Gott, oh Gott. Ich rede Bullshit. So, du willst auch kämpfen? Oh, das wäre nicht schlecht gewesen. Das hätte ich natürlich gerne gehabt. Das gibt doch auch... Aber Level 13? Gibt es gute Erfahrungspunkte? Kann das schon Drachenwut? Ich vergesse immer, was das ist. Ist das ein Boden-Pokémon? Also es ist ein Drachen-Pokémon, ja. Na klar, aber es ist auch ein Boden-Pokémon. So wie die Vorentwicklung. Oder ist das Drache-Flug? Kann auch Drache-Flug sein. Okay, Ultraschall kannst du schon mal. Was mach ich? Wenn das sehr effektiv ist, dann bist du Flug. Das ist nicht sehr effektiv. Also bist du Drache-Boden. Das heißt, Boden ist nicht sehr effektiv gegen Boden. Haben wir das heute gelernt? Das muss ich mir merken für nachher. Ich vergesse es wieder. Oh, Lind. Nein. Ich kann nicht. Haben wir jetzt hier alle? Ach so, scheiße, ich muss durchs Gras. Ah, ein Onyx. Kann ich hier flüchten? Scheiße. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Okay. So, hier babbelt mich gleich jemand inne an, ne? Wegen Safari-Zone oder so? Ja, der Typ da, ne? Ja. Das ist auch neu. Alles Neue will ich jetzt nicht weg. Ich will jetzt nicht unbedingt in die Safari-Zone. Ja, ja, bla, 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 bla. Nummern tauschen. Nicht so gerne. Oh, ich muss die Nummer annehmen. Wir sehen uns vor Gericht, Kumpel. Komm, er verschwindet hier. Achso, doch, man kann da doch lang. Stimmt, achso, wir sind schon hier. Hier ist ja die Mill-Tank-Farm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn das Spiel schneller ist, rede ich auch schneller. Komm hier rein, in die Tür. Danke. Genau, die ganzen Mill-Tanks wollen jetzt hier die ganzen Bären von mir.
Aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das dann heilt. Also nicht, dass man immer was braucht. Habe ich eine Dingsbeere? Habe ich noch eine Beere? Geht's etwas besser, ja? Wie viele Beeren habe ich denn? Ja. Okay, Beeren. Sonst war... Doch, hier ist was. Trugschlag! Damit kann man theoretisch auch gut Pokémon fangen, ne? Weil garantiert immer ein KP übrig bleibt. Beim Gegner. Schaffen wir es noch in die Stadt? Na klar. Kapilz! Pflanze Kampf, das heißt, Käfer zieht normal viel ab, ne? Und du ziehst mir, egal mit was, nicht viel ab. Na gut, Stachelspore, damit kann jetzt niemand rechnen. Hast du sonst was Gefährliches? Oh, Egesam! Eines meiner Lieblingsattacken, die liebe ich ja sehr. So, komm, triff und dann ist alles in Ordnung. Nahm es doch. Da hat sich jemand das Armbrot verdient, sag ich mal. Amaldo? Was ist das denn? Ist das dieses Fossil? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht. Ja, ist das das Fossil? Aber ich weiß gar nicht, was das... Also das Gestein, noch irgendwas. Am Ende ist es auch egal, ne? Am Ende ist es egal. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal die Pokémons tauschen. Nee, ich will nichts geben. Ich möchte tauschen. Ist noch die gleiche Route, ne? Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Auf alle Fälle sind wir gleich in der Stadt. Das schaffen wir schon noch. Omod, ja, kriegen wir hin. Mit einem schönen, mit einer schönen Gesteinsattacke. Okay, das ist natürlich jetzt suboptimal. Ja. Was ist denn das, dieses Elektro-Pokémon, ne? Dieses, was unterschiedliche Formen annehmen kann. Ja, das Quatsch-Pokémon, genau. Ach so, das hat eine Fähigkeit, dass Bodenattacken nicht treffen, oder was? Oh, das war ganz schön... Aufruhr war ganz schön heftig. Jetzt darf ich das jetzt aber nicht unterschätzen hier. Was passiert? Ach, ist das auch ein Geist-Pokémon, Leute? Ist das Elektro-Geist? Achso, Schweber hast du. Okay, hab ich das erste Mal nicht mitbekommen. Okay, dann brauche ich... Oh, jetzt stelle ich mich hier ja an, wa? Alter, warum triffst du nicht? Wegen einmal Doppelteam triffst du nicht mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist mein Champion. Du kannst mich jetzt hier nicht im Stich lassen.
jetzt trifft doch mal. Das war unangenehm. Komm, triff Walzer und alles ist okay. Alles klar. Also ich würde jetzt gerne den anderen kämpfen. Ach scheiße. Aus dem Weg gehen. Okay. Oh oh. Aber jetzt nicht kämpfen, oder? Das wäre jetzt natürlich... Nicht kämpfen, wir verstehen uns doch so gut, Mario. Ich bin wie dein Bruder, Luigi. Komm, ja. Tschüss. Geh mal zu Peach. Okay, gut. Dieses... Elektroviech, das ist anscheinend auch ein... Das habe ich nur als Elektro abgespeichert, aber es ist dann wahrscheinlich auch Elektrogeist. Ich krieg das auch alles durcheinander, Wann gehe ich eigentlich zum Leuchtturm? Das passiert alles, nachdem ich zu der Insel... Oh, fuck. Das habe ich nicht zugehört. Habe ich mich geheilt? Ja. Gut, das ist ja... Das ist mal Bete, das ist kein Problem. Nee, ich will auch keine Sticker, dankeschön. Okay. Dann besiegen wir noch die beiden Trainer oben. Route 39. Ach so. Aber ich habe hier gegen keinen Pokémon. Warte mal, wann fängt die Route an? Also hier war 38. Okay. Frage ist, wie lang ist die Route? Weil wenn ich runter surfe, diese Surfroute, das könnte natürlich auch... Hallo. Wollen wir dagegen kämpfen oder sind wir da dann lebensmüde? Steinwurf ist okay, ja. Oh. Ja gut, hätte ich vielleicht gleich machen sollen, die Aquaknarre, aber... Hab ich nicht. Es kann nicht sein, dass wirklich jeder Mensch in diesem Computerspiel die Telefonnummer von mir will. Sowas im echten Leben, also wenn man darauf Lust hat natürlich. Weil einfach so, ne, Du besiegst sie und die Leute sagen, ey, ich bin so motiviert, dich nochmal wiederzusehen. Ich brauche dich.
Obwohl, wenn du jetzt sowas wie, genau, sowas, oder wie Metronom und Explosion oder so, das ist dann natürlich... Wir setzen einfach dich ein und dann gibt's Zertrümmererbrei. Ach so. Wer kann Zertrümmerer? Du anscheinend nicht. Ach so, kann der Fisch kann Zertrümmerer, ne? Ich kenne meine eigenen Pokémon nicht. Die sehen doch eh alle gleich aus. Kimberly! Ey, Lind, der hat wirklich... Der hat einen Narren an mir gefressen. Ich kann es nicht anders sagen. Oh, ich muss nochmal Bobby anrufen. Der braucht mich. Oder brauchst du mich, Lind? So. Jetzt ist die Frage, fange ich jetzt hier noch ein Pokémon? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Und das kann auch nicht fliegen. Aber es, ich glaube, in der Edition noch hat es keine Typschwächen, glaube ich. Ich glaube, erst als Fee eingeführt wurde, kamen die Schwächen dazu. Also ja, ne, klar. Why not? Nachtnebel auch nicht verkehrt, ne? Falls man gar nicht weiß, welche Attacke man einsetzen soll. Bop-bop! Ach, jetzt wieder die Frage, wie soll ich es denn nennen? Na klar, möchte ich den Spitznamen geben. Sobiris ist eigentlich schon ein guter Name, ne? Ich nenne dich... Du bist weiblich. Zoe. Ach, was weiß ich denn? Voll schön Großbuchstaben. Ich schrei die ganze Zeit. Zoe! Komm jetzt her! Raus aus dem Ball! Welche Route war das? 39? Wird aufgeschrieben. Ja. Also im Gegensatz zu unserem Team, was vierfach Schwächen hat, ein Pokémon zu haben, was gar keine Schwächen hat, ist natürlich nicht schlecht. Gib mir irgendwas. Anerkennung. Geld. Ein Item. Ja, ich möchte unbedingt angeln. Dann haben wir es doch. Ich werde sie nie benutzen, ich komme nicht aus der Tür raus. Ich muss ein bisschen runter mit dem Tempo. Bisschen entschleunigter heute. Brauche ich alles nicht. Sprich doch nicht nochmal mit der Person. Auch wieder ein Angler hier. Krabi gegen Volterball. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch ist. Ja, ich brauche auch keinen Stickerkoffer.
Aber will ich schon hier in den Turm rein? Make this sense? Doch, warte mal, ich glaube, ich muss, ne? Und Sonja, Sophia, wie heißt sie? Die Arena-Leiterin hier, die sagt mir dann, ich brauche Medizin. Und dann erst surfe ich ja zur Stadt. Oder what? Hier sind auf alle Fälle viele Trainer. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da als normaler Pixel durchkomme. Deswegen speichere ich mal ab und lade das Ganze nochmal neu. Hallo, Willow Rosenberg. Ich habe übrigens nachgeguckt, wie die Stadt bei Buffy heißt. Die heißt ja nicht Smallville? Ich war nah dran. Oder ich habe falsch nachgeguckt. Ach, wenn ich jetzt schon wieder meine Unsicherheit offenbare. Ist schon wer gestorben? Du willst gleich wieder die vollen... Es ist niemand gestorben. Es hat auch niemand die Absicht, in diesem Run zu sterben. Es ist traurig, was hier abgeliefert wird. Oh oh. Leute, wir haben vielleicht ein Problem. Wenn es hier weiter Walzer trifft. Ich brauche irgendeine Idee gerade. Komm. Komm, den Walzer, du hältst noch zwei Walzer aus, locker. Naja, gut, da habe ich mir jetzt umsonst Sorgen gemacht. Ah ja, Smallville ist richtig, super. Ja, dann habe ich es ja richtig nachgeschaut. Alter, selbst hier im Turm wollen alle die Handynummer haben. Was ist denn los? Ja, gehen wir heiter weiter erstmal, ne? Soweit wir kommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir mindestens noch einmal heilen müssen. Kleinstein. Na, das ist ja jetzt... Was soll ich dazu jetzt sagen? Jetzt spiele ich weg. Makuhita ist ein... Dieser Sumo-Ringer, das Kampf-Pokémon. Und dagegen setzen wir doch ein Psycho-Pokémon ein. Ich kann das so mit Gedanken, lasse ich das so schweben und dann kann es gar nichts mehr machen. Ich überlege gerade, wir hatten heute noch kein legendäres Pokémon. Da bin ich eigentlich ganz dankbar nach der letzten Folge. Wirklich. Alle, du gehst 2 Meter. Kann ich deine Handynummer haben?
Du gehst 3 Meter, kann ich deine Handynummer haben? Du kaufst irgendwo was ein, ja, ich habe hier auf dem Barcode, habe ich noch meine Handynummer hinterlassen, du kannst mich ja mal anrufen. Ich so die ganze Zeit, beruhigt euch mal alle Leute. Ich hab mein Lind, ich hab meine Mutter. Ich hab die Nummer von dem creepigen Safari-Zonen-Typ. Mehr Nummern brauche ich jetzt erstmal nicht. Mewtwo! Na, haben wir's doch. Wenn ich so schon sage, ey. Ich muss einfach die Schnauze halten. Ich bin so dankbar, dass heute noch kein legendäres Pokémon kam. Oh, was haben wir hier? Ein legendäres Pokémon. Ja, was machen wir jetzt? Also erstmal, wir beruhigen uns erstmal. Das ist das Erste, was wir machen. Dann gucken wir uns unser Team mal an. Dann sinnieren wir noch ein bisschen, ob das eine gute Idee ist, Fuffy einzusetzen. Oder Zapfen einzusetzen. Dann wechseln wir natürlich das Pokémon aus, ja, na klar. Und Sternenschauer lassen wir uns erstmal nicht. Och, war auch schon viel Schaden, ne? Kein Volltreffer und wir sind cool miteinander. Das gefällt mir alles nicht. Benjamin. Benjamin Blümchen, wo bist du? Komm und rette mich. Da lacht doch Benjamin nun. Ein paar Sternchen da. Zeig mir doch mal eine Attacke. Mewtwo. Konfusion. Pff. Ja, ich glaube, das macht schon ein bisschen mehr, ja. Ja, Konfusion mit einem Volltreffer, das wollen wir jetzt auch nicht haben, ne? Scheiße. Jetzt hat er mich. In Smallville wohnen ja auch die Simpsons. Oh, ich habe zu wenig Ahnung von Simpsons. Ist das Smallville? Kann schon sein, irgendwas mit S, ne? Ja doch, ich glaube, Smallville, ja. Und ich denke auch wirklich immer, du verarschst mich. Aber ja, es wird schon stimmen. Ach, guck mal, da trifft sich Vater und Sohn. Da trifft sich Vater und Sohn in einem Pokémon-Kampf als Rivalen. Ist es nicht herzallerliebst? Achso. Oh. Papa, warum haust du mich? Sohn, du musst erwachsen werden. Ich muss dir zeigen, wie hart das Leben ist. Du kannst nicht nur immer nur gewinnen. Hier ist dein Platz. Furienschlag, das braucht doch jetzt wirklich kein Mensch. Furienschlag. Oh, jetzt habe ich nochmal die ganze Textbox. Ich möchte keine Attacke vergessen. Furunkelschlag nicht erlernen, richtig. Furunkelschlag wäre auch eine miese Attacke. Hariyama. Ist das die Weiterentwicklung von Makuhita? Also der große Sumo-Ringer? Schließt sich da der Kreis? Macht das Sinn? Was soll es sonst sein? So viele Pokémon gibt's nicht.
Na, zeig doch. Ich muss sagen, der Leuchtturm hier geht mir ein bisschen auf den Sack. Bisschen auf den Piss hier mit. Mit den ganzen Pokémon hier. Die Preise, das ist ein Insekten-Pokémon. Da setzen wir doch unser Gesteins-Pokémon ein, was ein paar Levelchen braucht. Nemo! Wo bist du? Na klar, jetzt ging die Attacke daneben. Oh, oh. Ja, war klar, weil du viel zu unterlevelt bist. Gena, na noch einer mit Gena. Na komm. Rein damit, wir gähnen uns gegenseitig an. Na, Härtner, weg. Weg damit. Wo rennt er? Na, da lassen wir doch unser Gesteins-Pokémon. Ich bin Vogelfänger, ich habe neulich dieses Mewtwo gefangen. Aber er ist sich treu geblieben und hat noch ein Porenta wenigstens. Ja, Porenta war mein erstes Pokémon. Seitdem wusste ich, Vogel-Pokémon sind meine Lieblings-Pokémon. Oh, Mewtwo! Ich brauche das Mewtwo! Ich will es in dem Käfig sperren. Und dann bewundern. Ja, ihr seht richtig, Leute. Ich gehe jetzt schon ins Pokémon-Center. Also gesetzt den Fall, wir fangen Vogel-Pokémon oder ein Pokémon, was fliegen kann, was wahrscheinlich ein Vogel-Pokémon sein wird. Welches Pokémon nehme ich denn eigentlich aus meinem Team? Zapfen? Vielleicht Zapfen. Aber ich mag den Zapfen eigentlich. Und der ist immer noch gut für den Vegeta-Moment, wenn er dann Explosion hat. Und komplett verzweifelt ist. Kann man hier nicht raus? War das nicht so? Ich erinnere mich. Dunkel. Ach, da kann man raus. So wie der aussieht, lass mich raten, das ist ein Gentleman. Einer der... kultiviert das. Der weiß, wie man sich ausdrückt. So wie ich. Ein Gentleman. Pokémon wechseln. Ein Kampf-Pokémon. Wir haben keine Flugattacke, aber eine Psycho-Attacke. Geschichte. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Konfusen. Tuhairo, ein Unlicht-Wasser-Pokémon. Bleib ganz ruhig. Das heißt, wir können hier eigentlich einen Käferbiss machen. Oder what?
Ist natürlich jetzt schwierig wegen der Fähigkeit von Tohaido. Da kriege ich Schaden, wenn ich es physisch treffe. Aber das sollte doch trotzdem. Oh, Kreideschrei. Oh, oh, Kreideschrei und dann so ein. Was mache ich mir überhaupt Gedanken über irgendwas? Und am Anfang der Folge habe ich noch gesagt, ich muss unbedingt trainieren. Gibt es ein Item, wo man noch so Level verliert wieder, dass man ein bisschen schwächer wieder ist? Weil so. Das ist doch hier. Geil, geht blind spielen. Ich bin jetzt runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so clever war, was ich gerade gemacht habe eigentlich. Das ist diese fette Katze und Licht. Wollen wir dagegen kämpfen? Mit Zertrümmerer? Mal gucken. Einfach vom Gefühl her nur. Wie sich's anfühlt. Ob das Feeling passt. Wie wir uns da gegenseitig vertrauen. Juckt gar nicht. Das ist ja das Gute an Zertrümmerer, dass da die Verteidigung runtergeht. Hm. Ditto. Ja, ich bin hart. Komm, das beißen wir weg. Das hat gar keine Chance. Das rennt auf den Spielplatz, zack, Kehle. Wird sofort weggebissen. Och, das Vulkan ist aber niedlich. Macht das irgendwas? Nee, ist ganz lieb. Zack. Arm weg, Bein weg. Naja. Leute, wenn ihr keine Lust habt auf ernsthafte Pokémon-Kämpfe, dann müsst ihr es mir sagen. Ein Matrose, ja. Das merkt man, dass du nicht mit im Leben dich mit Pokémon beschäftigt hast. Sondern eher mit Nautik. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Vogel-Pokémon-Trainer mit ganz vielen Vogel-Pokémon. Ja, Enton, ja, würde ich fast schon durchgehen lassen. Wieder kurz überfordert, genau. Das wird doch ein Kinderspiel hier schon wieder. Also wenn nicht bald was Interessantes passiert, dann schlafe ich hier ein. Sagt übrigens auch jeder, der meinen Stream guckt. Ein Magma. Es kann doch nicht sein, erst ein Wasser-Pokémon, dann ein Feuer-Pokémon. Ich muss hier hin und her tauschen. Ist doch abgekatertes Spiel hier. Also Benjamin wird eingesetzt, weil wir ja wissen, Boden ist gut gegen Feuer. Obwohl eigentlich hätte ich wahrscheinlich ein anderes Pokémon einsetzen können, weil Benjamin ist ja schon Level 25. Intensität 4, der hat einen. Benjamin hat auch schon keine Lust mehr. Strengt sich auch nicht mehr an. Ist auch die ganze Zeit auf dem Smartphone gucken und sagt so, hä? Was soll ich machen? Intensität? Ja. Ich komm gleich, warte.
Lunastein. Gestein Psycho. Und was machen wir mit Gestein Psycho? Da setzen wir doch einfach das ein, was wir gerade hatten. Weil Gestein ist schlecht gegen Pflanze, Psycho ist schlecht gegen Unlicht, wir sind Pflanze Unlicht. Na, was soll uns da noch groß passieren? Da passiert uns gar nichts. Da können wir uns zurücklehnen, einen Kaffee trinken. Also wenn man Kaffee trinkt. Gut, ich habe gerade gesehen, Gestein, es ist normal. Das war mehr Schaden als ich... Hypnose. Aber das ist eine Strategie vom Spiel, ne? Weil anfangs habe ich gesagt, ich muss trainieren. Jetzt machen sie es mir ganz einfach, dass ich wieder in Sicherheit bin. Und dann kommt der Arenaleiter, der sagt sich dann, bam, Mewtwo, Level 30. Der andere Sohn. Ja. B-b-b-b-b-b. Was mit dir? Du machst ein Foto, ne? Du bist der Kamerakauz, genau. Ein Erinnerungsfoto? Na klar, schieß. Mach das Foto. Ich bin schon eine Berühmtheit, weil ich die ganzen Telefonnummern nicht annehme. Wird ein Foto gemacht. So, genau. Das lass mich mal hier weitergehen. Elektro-Pokémon. Krass, wieso war ich eigentlich jetzt schneller, frage ich mich. Attacke ging daneben. Ja, wenn du nicht kämpfen willst, dann sage, dann wechsle ich dich aus. Sag mal, bist du blind? Das schläft, das bewegt sich nicht mal. Wo ist denn der Gegner? Ich sehe den gar nicht. Der ist gelb, das ist eine Signalfarbe, Mann. Mach die Augen auf. Jetzt ist er aufgewacht. Oh, hoffentlich kein Volltreffer. Eieiei. Hier wird sich noch heute verbrannt. Das habe ich alles nur gemacht, damit Benjamin glänzen kann. Blänzen?
Ja, und das ist wieder mal ein schönes, legendäres Pokémon. Habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Von daher... lasse ich aber eigentlich... ich lasse Benjamin einfach mal drin. Dann gucken wir mal uns an, wie viel Intensität absieht. Habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe doch keine Angst vor dir. Ein Kadabra, Leute. Ich zeig dir gleich mal einen Zaubertrick. Ich zeig nur einmal. Guck genau hin. Hast du geguckt? Ich schreibe ihn dir auf. Ich muss den Jungen anrufen. Wie geht's denn? Der ist bestimmt schon krank vor Sorge. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt hier? Nemo muss geheilt werden. Und zwar... oder habe ich Bären? Die einfach nur... mir egal, ob du das magst oder nicht. Hat keine Wirkung. Warum nicht? Ist es jetzt? Scheiße, nee, ich wollte noch einen Trank. Einen Grunk trinken. Schöner Supertrank. Okay, dann sieht das doch schon wieder alles... formidabel aus. Da sind wir doch schon oben. Aber du sagst jetzt auch nur, ich brauche Medizin, ne? Okay. Okay. Ja, ich mach ich. Medizin? Okay. Seegesang. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, immer wenn ich Schaden mache, halt heile ich ein bisschen KP. Ich würde trotzdem nochmal hochgehen, weil ich bin ja da vorhin runtergesprungen und habe mir die Kniescheiben gebrochen. Um zu gucken, was da nochmal ist. Und zwar genau hier. Nämlich ein Item, ne? Das darf man natürlich, den Feuerstein da darf man natürlich nicht liegen lassen. Kein Problem. Kein Problem. Ja, dann sind wir dann am Strand und dann würden wir schon lossurfen, ne? Oder ist da noch groß irgendwas? Eigentlich nicht.
Ableithieb? Entschuldige? Okay, dann sofort raus hier. Abbruch. Beenden. Schade, ich habe eigentlich gehofft, wir fangen heute noch ein Flug-Pokémon, aber es ist... Es versteckt sich noch vor uns. So, dann brav hier noch mit allen Leuten sprechen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas noch bekomme in meine gierigen Gierhände. Irgendwas? Kann mir irgendjemand was geben? Irgendwas. Ich verlange gar nicht viel, nur einen Tipp vielleicht. Oder ein Item. Nehmen auch ein Pokémon. Oder Geld. Ich kann doch hier nicht mit leeren Händen. Wie war das nochmal mit dem Boot? Keine Erinnerung mehr. Ist das nur für Kamerakauz? Ey, der ist überall, ne? Achso, ist der gar nicht. Das war Kampfzone. Was war das nochmal? Achso, der stellt sich an. Ja, ja, bla bla. Weiß ich nicht mehr genau. Ist das die Safari-Zone? Nein, dann würde da ja Safari-Zone stehen und nicht Kampfzone. Wie spät haben wir es eigentlich? Na, ein bisschen können wir noch. Achso. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das... Ist das noch Route 39 oder ist das eine neue Route? Und du kannst Finale! Was aber kein Problem ist. Weil ich Gena kann und weil ich gute Verteidigung habe. Und normale Attacken nicht sehr effektiv sind. Ach scheiße, warte, das geht auf Spezialverteidigung, ne? Was weiß ich. Mach du deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß und am Ende ist es doch in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, alle Pokémon gehen auf Genauigkeit. Was bei dem Fisch nicht schlecht ist, so blind wie der ist. Ich habe auch das Gefühl, dass Felsgrab nicht so eine gute Genauigkeit hat. Könnte auch sein. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, wenn es aufgewacht wäre und dann vielleicht doch ein Finale noch macht. So, nochmal zurück. Was ist das hier für eine Route? Ja. Route 40. Dann haben wir doch ein neues Pokémon. Und zwar ein Flug-Pokémon. Wollen wir mal die Angel einsetzen? Angeln wir mal eine Runde. Wie geht das nochmal? Ja, genau. Profi. Ich bin ja Profi. Ich bin ja schon Profi-Angler hier. Boah. So schnell habe ich. Und ein Flug-Pokémon, was ziemlich cool ist. Und zwar ist das Schlupp. Das kann mit der Zunge fliegen, ne? Ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wer bin ich, der sich beschwert, oder was? Bin ich jemand, der sich beschwert? Das kommt doch auch um meinen Clan. Komm rein, mach's dir bequem. Zieh die Schuhe aus. Steck mal die Zunge auch mal wieder in deine Gusche und dann werden wir noch gute Freunde.
gerade zu dieser Zeit, ne, kannst du nicht ständig die Zunge raus ballern. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Und zwar der Köderball, weil wir es doch mit einer Angel gefangen haben. Ich hoffe mal, die Logik funktioniert so und das Spiel weiß das, aber bestimmt. Da kommt es gar nicht mehr raus. Vielen Dank, danke, ich bin die ganze Woche hier. Schlurp. Warum darf ich das fangen? Na, weil es Route 40 ist. Und auf Route 40 habe ich noch nichts gefangen. Oder was ist daran verkehrt? Was habe ich falsch gemacht? Erklär's mir bitte. Ich habe doch extra geguckt, das ist eine neue Route, die habe ich nicht aufgeschrieben gehabt. Aber Smogon war doch ein Pokémon-Kampf. Oder what? Was? Das war doch... Ich hab doch da gegen den Schwimmer gekämpft. Ja, wenn nicht, lasse ich's frei. Ja, kein Problem. Scheiße, passt nicht rein. Sir Schleck wollte ich es nennen. Vielleicht nur mit... Kann man es dann besser... Kann man es immer noch? Nein. Ein wildes Pokémon, sagst du. Okay, na, dann muss ich es freilassen. Und was hatte der denn für ein Pokémon? Oder habe ich gegen den noch nicht gekämpft? Achso, ich habe gegen den noch nicht gekämpft. Pass mal mehr auf, wo kommt denn jetzt der Ton auf immer her? Flugpflanze. Flugpflanze, ja. Klingt doch Feuer nicht schlecht. Flammrad. Achso, ich schlafe. Die Attacken sind die schlimmsten, wenn die so lange dauern. Und so wie Double Exhib, Kratzfurie, Tengulis können wir lassen. Wow, krass.
Kann sein, dass das Verfolgung kann. Das war viel Schaden. Okay, auf alle Fälle müssen wir uns merken, Schlob freizulassen. Und Route 40 aufzuschreiben. Ja, aber sonst können wir weitergehen. Ich glaube, ich würde erstmal... Das ist jetzt die Frage. Soll ich hier gegen alle Trainer erstmal kämpfen? Ich glaube, ich schwimme erstmal zur Insel. Das ist Psychoflug, glaube ich. Okay, vielleicht ist es nur Psycho. Oh oh. Okay, das ist Stahl-Psycho. Ich weiß nicht, was das für eine Fähigkeit hat. Kann sein, dass das Schwebe hat und Bodenattacken nicht treffen. Ah doch, okay. Genau, ich würde sagen, ich versuche jetzt mal zur Stadt zu kommen. Wegen der fortgeschrittenen Zeit. Und die Trainer besiege ich dann später nochmal. In der nächsten Folge. Ja, Vibraba ist doch auch kein Problem. Kann vielleicht Drachenwut, ne? Okay. Das ist doch auch so eins von so einem legendären Trio, ne? Die sind alle so Flug und irgendwas. Flugkampf oder so? Weiß ich nicht. Ist das der Orangene? Ach ne, das ist das Viech. Das ist Stahl. Stahl irgendwas. Genau, dann versuchen wir erstmal hier ohne weiter zu kämpfen. Route 41. Oh fuck.
Das sollte doch klappen. Stein ist viermal so effektiv. Das ist wieder die Vorentwicklung von Chanera. Da können wir doch Zertrümmerer machen. Und uns schön freuen. Genau, das Pokémon können wir fangen. Du brauchst auch kein Mensch. Aquaknarre überlebst du doch, oder? Da weint's gleich. Wird's einmal mit Wasser anders gemacht. Pokéball oder ein Superball? Weil es ist ja schon entwickelt, ne? Ja, schmeißen wir mal einen Superball drauf. Jetzt ist es noch aufgewacht. Es kann eigentlich gerne ins in Ball gehen, ne? So gerne will ich es jetzt eigentlich auch nicht haben. Okay. Das ist Route 41. Wie soll man das denn nennen, ey? Ich nenn's Tommy wegen Tom und Jerry. Ist das cool? Ist natürlich ein Weibchen, das macht's natürlich schwieriger. Komm, Frieda. Alles klar. So, Route 41 haben wir aufgeschrieben. Pokémon Center? Genau. Dann lassen wir Schlob noch frei. Und dann reden wir noch mit den ganzen Leuten hier und dann war's das, glaube ich, für heute.
Vielleicht sneak ich noch in die Arena rein. Ich... Der hört sich auch gern selber reden, ne? Tschüss. Aber du hättest gar nicht hier sein dürfen. Ja, hier kann leider keiner fliegen. Außer Togepi. Potenziell. Können Sie mir ein Item geben? Medizin, ja, ich brauche die Medizin, genau. Deswegen bin ich ja hier. Umsonst? Danke. Ah, hier war doch auch einer, der ein Pokémon ausleiht. Bist du, ne? Ein Potrot. Ich weiß nicht, zählt das als was zählt das? Das ist ein Geschenk. Also dürfte ich jetzt in der Stadt dann kein Pokémon mehr fangen? Was sind so Fragen? Ich kann es ja erstmal nehmen. Ich steck's mal in eine extra Box. So wie Mogelbaum und Togepi. Weil bei denen bin ich mir, die sind ja nicht random. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder ist das random? Nee, ist Potrot. Genau mit dem Falschen geredet. Nein. Weg. Nicht. Ich kann das nicht. Okay. Also. Der Fisch kommt wieder zurück. Genau. Dann kommst du in die zweite Box. Togepi kommt in die zweite Box. Und Mogelbaum kommt in die zweite Box. Bei Safcon bin ich mir nicht sicher. Das habe ich ja... Naja, nee, ich glaube, Safcon ist okay. Das können wir hier lassen. Okay. Gut. Genau, von der kriege ich dann Fliegen auf alle Fälle, was mir leider tatsächlich nichts bringt, ne? Gerade momentan. Ich glaube, da oben ist auch noch ein Trainerkampf oder sowas.
glaube, das ist die Safari-Zone hier, dieser Tunnel. Ja. Brauchen wir nicht. Also vielleicht, ich weiß nicht. Theoretisch könnte man da ja dann auch ein Pokémon fangen, ne? Wir können auf alle Fälle hier noch in der Stadt ein Pokémon angeln. Ja, Suicune ist schon krass, ne? Richtig stolz und eher erhaben. Schwalbini. Ein kleiner Vogel. Ups. Auch wieder Doppelteam. Er will ich heute ist mit Genauigkeit irgendwie. Thema. Genau, ne? Energiefokus und gleich ein Volltreffer. Da rege ich mich doch schon lange nicht mehr auf. Das ist das Käfer-Pokémon. Könnte auch Käferpflanze sein, weiß ich nicht. Oh, Schutzschild. Ich hatte ja gehofft, ich kann schön weiter Walzer machen. Ja, ich glaube, wir wechseln auch mal das Pokémon, weil du bist schon Level 27. Lass mal andere auch mal glänzen hier. Warum war denn das so stark? Wenn es kein Volltreffer ist, ist, glaube ich, alles cool. Ist jetzt die Frage, spielen wir mit dem Feuer? Na klar. Nicht, dass ich mich noch verbrenne hier. Ist so. Da haben wir es wieder. Nervigstes Pokémon überhaupt. Okay. Ich glaube, das kann auch nicht Spiegelcape. Ach, wenn nicht, ich kann es auch einschläfern. Oh, Level 27, heftig. Du Lacker, schreibt er. Naja, das war ja genau abgezählt, ne? Ich hatte 61 oder 62 KP. Und ich hatte nach der ersten Kraftreserve hatte ich noch 31 KP. Das war ja klar, dass ich das überlebe. Ne? Das hätte ich ja nicht so gespielt. Ich gebe doch nicht mein Starter-Pokémon auf.
Ja, Volltreffer wäre schon blöd gewesen. Aber dann wäre ich selbst schuld gewesen. Ich hatte die Chance, es auszuwechseln. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in den ersten Pokémon-Trainer-Kampf rein von der Arena. Und dann soll es das für heute gewesen sein. In-game. Ich glaube, seit ein oder zwei Folgen gab es immer eine Situation, wo es brenzlig wurde. Glaube ich. Genau, Donphan machen wir mal weg hier. Verschwinde. Niemand braucht dich hier vorne. Danke. Und dann gucken wir mal uns die Kampf-Pokémon-Trainer hier an. Jedenfalls den Typen hier. Oh, ein Pokémon. Okay. Level 27 ist schon auch... Okay, Gestein, Wasser bist du. Oh, Level 27 ist schon heftige Scheiße, ey. Nee. Das ist mir alles nix. Da muss trotzdem Benjamin ran. Ja, es ist wichtig, dass man sich immer nur auf ein Pokémon verlässt. Ja? Dass man schön einseitig ist in seinem Pokémon-Team. Okay, dann wird gespeichert. Dann hole ich doch meine Grafik hier wieder raus. Und dann geht das weitere Ratespiel, geht jetzt hier schön in die nächste Runde. Sieht man das? Ja. Okay, Käfer gegen Käfer. Weiß ich schon wieder nicht. Ist neutral. Käfer gegen Geist ist auch neutral. Was habe ich heute gesagt? Ich vergesse das immer. Habe ich tatsächlich vergessen. Na, ist egal. Käfer gegen Stahl, könnt ihr mir vorstellen, dass es nicht sehr effektiv ist. Käfer gegen Feuer ist wahrscheinlich auch nicht sehr effektiv. Käfer gegen Wasser ist normal. Käfer gegen Pflanze ist sehr effektiv. Gegen Psycho sehr effektiv. Gegen Unlicht sehr effektiv. Gegen Elektro normal. Gegen Eis könnte auch nicht sehr effektiv sein. Ich sag mal Drache normal und Fee sage ich auch normal. Eis. Eis könnte es auch nicht sehr effektiv sein. Ich mach mal nicht sehr effektiv, weil es auch so ein hartes Element ist wie Stein und Stahl. Und da ging es der Käfer auch nicht gut. Ja, ich muss es auch nicht begründen, ne? Ich sag das einfach so. Geist gegen Käfer. Und warte mal, wo ging es ein Geist gut? Gegen sich selbst? Gegen Psycho? Ach, das war's schon fast, ne? Mich mit Geist nicht so aus. Schlecht gegen Fee, glaube ich.
Schlecht gegen Unlicht. Normal gegen Drache. Normal gegen Eis. Gegen Elektro, gegen Pflanze. Wasser, Feuer. Waren das jetzt nochmal mit Käfer? Ich glaube auch neutral. Und gegen Stahl machen wir. Haben wir auch mal neutral, wa? Ist das cool? Vielleicht ist das cool. Jetzt kommt Stahl. Stahl gegen Käfer. Puh, Stahl. Gegen was ist ein Stahl gut? Gegen Eis vielleicht? Gegen Fee, glaube ich. Gegen Feuer wahrscheinlich nicht. Ich glaube Wasser, Pflanze, Elektro ist neutral. Drache ist, glaube ich, neutral. Sehe ich meine Maus wieder nicht? Unlichtneutral. Gegen Käfer, ey. Was ist denn das? Bei Psycho könnte ich mir vorstellen, weil wegen diesem Quatsch hier mit Uri Geller und Löffel verbiegen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es schlecht gegen Psycho ist. Aber vielleicht ist es auch zu sehr um die Ecke gedacht. Gegen sich selbst? Vielleicht doch gegen sich selbst schwach. Oder? Nochmal gegen Geist neutral und Käfer auch neutral. Und Psycho, was macht man da jetzt? Oh, ich weiß es nicht. Gegen Psycho? Mach mal neutral. Ja. Okay. Jetzt noch hier in der Verteidigung. Käfer. Feuer ist gut gegen Käfer. Achso. Das ist falsch. Falsche Farbe. Feuer ist gut gegen Käfer. Ist noch gut gegen Käfer? Bin ich dumm? Also Pflanze wird schlecht sein gegen Käfer. Psycho könnte normal oder halt schlecht sein. Machen wir es schlecht. Das ist alles schwerer als ich dachte hier. Wasser ist normal. Elektro ist normal. Drache ist normal. Fee ist normal, normal. Normal, ja normal, ne? Na klar. Eis ist normal. Unlicht könnte auch schlecht sein. Ich mache es schlecht. Oder? Ich mache es schlecht. So, Geist in der Verteidigung. Also Unlicht ist gut gegen Geist. Ich glaube, Psycho ist neutral. Drache ist neutral. Eis ist neutral. Fee ist gut. Elektro ist gut. Neutral. Pflanze ist neutral. Feuer und Wasser auch. Okay, jetzt Stahl noch in der Verteidigung. Feuer ist gut gegen Stahl.
Und das war's schon, ne? Okay, achso, jetzt bin ich bei Gelb gelandet. Nee, nee, nee. Was brauche ich hier? Neutral. Wasser ist neutral gegen Stahl. Ich glaube, Elektro auch. Aber der Rest ist fast schon schlecht, ne? Pflanze ist schlecht. Psycho, weiß ich nicht. Sag mal, Drache ist auch schlecht. Fee wird auch schlecht sein. Unlicht. Eis ist schlecht, sage ich. Also klar, Stahl hat schon viele Resistenzen, aber hat das so viele Resistenzen? Ich mach's einfach. Ja, komm. Gut. Das waren die Typen, ne? Habe ich 3 gemacht? Ja, ne? Es müssten überall 9 sein, oder? 3, 6, 9, ja. 3, 6, 9, ja. Okay. Gut. Dann haben wir es leider nicht geschafft. Also unser Ziel war ja heute eigentlich, ein Vogel-Pokémon zu fangen. Also es wäre schön gewesen. Und zu trainieren. Haben wir beides jetzt nicht gemacht. Ich hoffe, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Beziehungsweise wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten, Pokémon zu fangen. Ja, und wir müssen mal schauen, wie stark der Arena-Leiter ist, weil, also, vielleicht müssen wir nächste Folge trainieren. Na gut, ist ja auch jetzt egal. Spielt ja jetzt gerade in diesem Moment keine Rolle. Ja, ich würde sagen, das soll's für heute gewesen sein. Gute Nacht und schlaf gut. Tschüss.